Heute gibt es einen total frühlingshaften und erfrischenden Avocado-Lime-Cheesecake mit Mandarinen. Diese Küchlein sind echt super lecker und auch total klasse vorbereitet. Und dieses Rezept ist auch gleich etwas ganz Besonderes, denn ich wurde liebenswerterweise von der genauso liebenswerten Annette von Annettes Backstübchen wieder zum Osterprojekt 2018 eingeladen und da musste ich natürlich mitmachen. Gemeinsam mit Kerstin von Kerstins Küchentraum, Veroni und Nico von Salala.de, der lieben Annika von Genussvoll, der Initiatorin Annette von Annettes Backstübchen und natürlich auch mit mir, also Pascal von Senf dazu.net, haben wir uns zum Osterprojekt wieder ganz tolle Sachen einfallen lassen. Also schaut in jedem Fall auch die anderen Kreationen an. Es lohnt sich garantiert wieder und am Ende des Videos und auch in der Beschreibung kommt ihr natürlich auch ganz einfach zu den anderen, das habe ich euch da alles verlinkt. Ich zeige euch aber jetzt erstmal meine Kreation und zwar wollte ich etwas machen, was super einfach gemacht ist und was man auch richtig gut vorbereiten kann. Und dieser Avocado-Lime-Cheesecake ist sowas von lecker, dass ich ihn am liebsten jetzt nochmal machen möchte. Was ich damit sagen wollte, ist einfach nur, dass ich euch diesen Cheesecake wirklich richtig empfehlen kann. Und ihr braucht für diesen Kuchen auch nur Mandarinen, Haferkekse, Butter, Sahne, Vanillepulver, Schmand, Zucker, gegebenenfalls etwas Sanapat oder Sahnesteif, Limette und Avocado. Und das war's auch schon. Auf www.senfdazu.net findet ihr aber auch nochmal das Rezept in Textform und dort findet ihr dann auch die genauen Mengenangaben. Die Zubereitung ist auch echt super einfach. Ihr schlagt einfach die Sahne auf und wenn die Sahne bereits ein bisschen aufgeschlagen ist, gebt ihr gegebenenfalls das Sanapat hinzu und auch die Hälfte des Zuckers. Dann wälzt ihr die Limette ein bisschen, damit man mehr Saft erhält, schneidet sie in der Mitte durch und presst die Hälfte in eine Schüssel aus. Dann halbiert ihr auch die Avocado und gebt erst das Mark aus der Hälfte ohne Kern in die Schüssel und vermischt das dann auch direkt mit dem Limettensaft. Dann entfernt ihr den Kern von der anderen Avocado, gebt das Mark dann ebenfalls in die Schüssel und darüber dann auch noch die andere Hälfte der Limette. Das Mark könnt ihr dann mit einer Gabel richtig schön klein matschen. Mit einer Gabel geht das übrigens richtig gut, denn dann habt ihr auch eine schöne Textur. Dann gebt ihr den Schmand, das Vanillepulver und die andere Hälfte des Zuckers hinzu und rührt alles nochmal kurz unter. Zum Schluss kommt dann noch nach und nach die Sahne hinzu, die ihr ebenfalls nochmal kurz unterrühren müsst. Und ist dann alles vermischt, könnt ihr die Schüssel zur Seite oder auch nochmal in den Kühlschrank stellen. Denn jetzt kümmert ihr euch nochmal kurz um den Boden. Dazu zerkleinert ihr kurz die Kekse. Ich habe das diesmal mit einem Gefrierbeutel gemacht, also einfach reingetan und drauf gehauen. Dann setzt ihr einen Topf auf den Herd und erhitzt die Butter und sobald die Butter so gut wie geschmolzen ist, gebt ihr die Kekskrümel einfach hinzu und vermischt alles gut miteinander. Den Topf gebt ihr dann natürlich wieder schnell vom Herd. Bei mir war es vielleicht schon ein bisschen zu heiß, was jetzt gar nicht schlimm ist, aber wir wollen den Teig ja schnell wieder verwenden, deswegen macht es Sinn, wenn der Topf nur kurz erwärmt wird, sodass die Butter schmelzen kann und dann kühlt das nämlich auch insgesamt viel schneller wieder ab. Sind die Kekskrümel dann nur noch lauwarm, können wir die Küchlein auch schon erstellen. Ich habe hierzu kleine Silikonförmchen genommen, weil ich meine Küchlein für den nächsten Tag haben wollte und diese Idee fand ich auch sehr praktisch. Ihr befüllt nämlich erst einmal die Silikonförmchen mit der Cheesecreme und zwar so, dass ihr noch einen Rand von circa einen halben Zentimeter habt. Mit einem Teelöffel geht das auch sehr gut und die Creme lässt sich auch gut verteilen. Darüber gebt ihr dann den Keksboden und auch hier verteilt es sich am besten mit einem kleinen Löffel. Drückt den Boden auch gut an, so sorgt ihr nämlich nochmal dafür, dass die Creme nochmal etwas angedrückt wird und auch der Boden einen richtig guten Halt bekommt. Und wenn dann alle Förmchen befüllt sind, kommt die Silikonform einfach in die Gefriertruhe und das war's. Die Cheesecakes braucht ihr dann nur noch über Nacht gefrieren lassen und dann könnt ihr sie eine Stunde bevor ihr sie essen möchtet oder eure Gäste kommen anrichten und auftauen lassen. Wenn der Kuchen dann aufgetaut ist, dann gebt ihr oben drüber einfach noch beliebig Mandarinen, denn das passt richtig gut und dann könnt ihr die Mini-Avocado-Lime-Cheesecakes richtig genießen. Ich persönlich mag es übrigens auch, wenn der Cheesecake noch nicht ganz aufgetaut ist, denn dann ist er richtig schön kühl noch und ich mag das richtig gerne. Übrigens, wer diesen Cheesecake am gleichen Tag essen möchte und ihn nicht einfrieren möchte, der kann diesen Cheesecake auch in eine kleine Springform machen. Dann aber bitte umgedreht, also erst den Boden in die Springform geben und dann darüber die Cheesecreme. Den kann man dann einfach in den Kühlschrank stellen und wenn der Boden dann fest ist, kann man den Cheesecake auch direkt essen. Ich persönlich fand die Idee mit dem Einfrieren aber sehr praktisch, weil man ja meistens noch mehr zu tun hat, wenn sich Gäste ankündigen. Außerdem finde ich es auch richtig gut, dass man diese eingefrorenen Küchlein auch sogar einzeln portionieren könnte. Ich hoffe jedenfalls, dass euch diese Inspiration gefallen hat, denn ich finde diese frischen und kleinen Cheesecakes richtig gut und ich kann euch nur empfehlen, dass ihr es einfach mal ausprobiert. Ich bin mir sicher, wer so auf frische Sachen steht, der wird diesen Cheesecake auch total mögen. Nächste Woche habe ich übrigens wieder eine kleine Inspiration für euch. Also, wer Lust hat, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Abonniert dafür gerne meinen Kanal, denn so verlieren wir uns auch gar nicht erst aus den Augen und ihr findet mich in eurer Abo-Liste auch immer wieder.
Aber jetzt weniger von mir und nochmal was zum total tollen Osterprojekt 2018. Es war mir wieder eine große Freude, ein Teil des Osterprojekts zu sein. Diesmal war es leider ohne persönliche Begrüßung, aber ich denke, das lässt sich irgendwie auf jeden Fall nochmal nachholen. Schaut aber in jedem Fall auch bei den anderen vorbei und bestellt ihnen auch einen lieben Gruß von mir. Gestern war übrigens die liebe Annika von Genussvoll dran und morgen schließt die liebe Annette von Annettes Backstübchen das Osterprojekt ab. Also könnt ihr im jeden Fall schon einige Videos gucken und morgen besucht ihr dann einfach nochmal Annette. Und jetzt solltet ihr auch eigentlich hier in dem Bildschirm alle Links angezeigt bekommen, in der Beschreibung unter diesem Video und auch in meinem Rezept habe ich euch alle Teilnehmer aber auch nochmal verlinkt. Ihr werdet bestimmt fündig werden, sodass ihr auch alle Teilnehmer besuchen könnt. Mir bleibt aber jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen, außer danke, dass ihr dabei wart, euch noch einen wunderschönen Tag und natürlich auch schöne Ostertage. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal, euer Pascal von senfdazu.net.